Hi Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Nightfall. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die große Relaxo-Puppe gewonnen und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen, was müssen wir? Habe ich vergessen. Jens? Hallo Christa. Soweit gibt es nichts mehr. Alles ist erledigt. Was muss ich denn jetzt nochmal? Ich habe jetzt getan, was ich konnte. Mehr gibt's nicht. Ach ja, zum Strand. Ach ja. Du noch was? Nein. Kann ich mit dir was erzählen? Oh, Ethan schläft. Ich sollte ihn nicht wecken. Nein, lass ihn mal pennen. Kommst du mit mir, Brando? Eager. Ja. Okay. Da ist eigentlich nur noch eins zu tun. Wir haben eigentlich alle Dekoartikel, soweit ich das gesehen habe. Jetzt gibt es nur noch den Weg zum Strand. Wir können noch dreimal heilen. Ne, zweimal. Ich habe ja einmal Vorrat an Walter verschwendet. Ich sag verschwendet, weil es ist. Sollen wir mal gucken, was hier los ist. Da vorne. Ah, da ist er. Ein Geheimversteck. Team Rocket. Das ist der Rocket-Typ, der uns die ganze Zeit beobachtet hat. Was ist da unten nur? Wir sollten uns das anschauen. Ich sollte mir das aber ganz genau überlegen. Vielleicht komme ich da nicht mehr so leicht raus. Okay, gut. Ne, wir gehen einfach rein. Ich speichere einfach ab auf 2. Ich habe auch nur noch eine verschissene Beere. Na ja, jetzt gut, jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich nochmal heilen gehe. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch über die Hälfte. Das lohnt sich eigentlich nicht. Das wäre Verschwendung. Aber man bedenkt, dass ich nur noch in dieses Gebiet kann, wird dieses Spiel bald zu Ende sein. Jasmin ist wieder da. Jetzt wieder die Ressourcenmanagement. Ich finde, dass du deine Sache sehr gut gemacht hast, Veronika. Na, danke. Ich finde, mit dir konnte man auch gut zusammenarbeiten. Yo, Chrissy. Bist du in den Arm? Okay, ist das Gleiche. So, noch was? Chick mit Pokémon einfangen. Komm, ja, ich denke, ich würde dahin können. Ja. Ich wünschte, ihr könnt irgendwas tun. Umsetzen, ja. So tun wir dann eben so weitergehen. Wasser, Dosen, frei, wenn ich tot wäre. Ja, siehst du, alter Fixkopf, ey. Chris, ich habe deine guten Kopf wird alles geregelt. Na, dann bring mich nochmal zurück. Ja, machen wir schnell Reise, komm. Dann heile ich mich halt nochmal. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben. Und wenn die schon sagt, wir kommen da wahrscheinlich nicht mehr so schnell raus, dann nutzen wir die Möglichkeit doch einfach. Ich war erstaunt, dass ich Ethan nach so kurzer Zeit wieder treffe. Ist alles in Ordnung zwischen euch beiden? Ja. Ich habe ihm erzählt, was passiert, als wir tatsächlich geflüchtet sind. Er meinte, dass er nicht nachtragend ist und er mich in meiner Situation verstehen konnte. Das freut mich doch. Er ist eben doch ein netter Junge. Stimmt. So jemanden wie ihn darf man auch nicht aus den Augen verlieren, stimmt's? Nun, ja, also. Übrigens habe ich die medizinischen Vorräte erhalten. Das ist nicht ganz so viel wie erwartet, aber nun ja. Ich kann ein Pokémon nun ein weiteres Mal heilen. Komm zu mir, wenn du Hilfe benötigst. Danke, mache ich. So, zweimal. Okay, dann machen wir jetzt einfach. Wir sind jetzt echt verschwenderisch. Und lassen Indivier einfach nochmal nachbehandeln. Was absolut komplett nicht nötig war. Aber wie gesagt, wenn wir halt nicht mehr rauskommen und uns quasi das Ende bevorsteht, ja, dann müssen wir das halt machen. Ich muss nochmal eben checken. Wir haben doch alle Erfolge jetzt. Ja, wir haben alle Erfolge. Dann bin ich mal gespannt, was das geheime Ende ist. Und dann müssen wir das Game ja sowieso irgendwann nochmal spielen, weil ich ja dann keine Erfolge sammeln will, beziehungsweise nicht alle, und ich so nicht das geheime Ende bekomme. Ja, hier faucht irgendjemand, der gar nicht mehr lebt. Bin mal gespannt, was hier passiert. Und rein. Gleich mal auf 1 und 2 die Tasten. Was zum... Das bekannte Team Rocket Air. Ich frage mich, wie lange sie schon hier sind. Oh,
bisschen Zeit wird's wohl sein. Keine Zombies? Das sieht nicht gut aus. Scheiß Computer, was ist mit dem Scheißteil wieder los? Ich soll nicht zu nah ran, sonst entdeckt er mich. Oh, ich kann auch wirklich nicht weitergehen. Was sind das alle hier? Da läuft ein Radfratz. Ersatzteillager. Forschungsabteilung 1C. Immer ins Ersatzteillager rein. Oh, hoch drüber, als ob Giovanni jemals zu uns zurückkommt. Psst, was weiß ich. Ruf doch auch ohne ihn. Ach, irgendwie vermisse ich ihn ja schon. Er war gut zu uns. Besser als diese Sklaventreiberin. Psst. Willst du, dass sie uns hört? Wer ist denn A? Ah. Mach lieber deine Arbeit weiter und lass uns dann erstmal bereden. Weißt du, was mit diesem, was von Drake passiert ist? War es schon der Sohn von Giovanni? Nee, keine Ahnung. Der hat sich schon ewig nicht mehr bei uns blicken lassen. Er hat auch scheinbar keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern. Tja, dann geht es ihm so wie mir. Ach, da geht's noch weiter, okay. Das endet böse, Christa, das endet böse. Cool. Fest verschlossen, hier komme ich nicht rein. Okay. Wie kann die denn hier rumlaufen? Das ist doch Quatsch, ey. Sollte sie sich Ethan dazu holen? Oh mein Gott. Teleporter-Schwachsinn. Und wie faszinierend schwierig. Den. Jetzt sehe ich nichts. Immer den. Juhu. Ach, noch ein Teleporter-Quatsch. Ach, was weiß ich, nehme erstmal den. Nee, der ist verkehrt. Also erstmal gucken, wo was hinführt. Okay. Führt nach oben, aber ich sehe nicht, wo er endet. Ja, der war richtig. Der ist schon kacke, man muss ja wirklich raten hier, oder was? Oder wie, oder was? Okay, in den muss ich, den da. Da komme ich ja gar nicht hin. Ich komme nur zu dem. Was? Moment mal. Da unten rechts ist eine Platte, wo ich still stehe. Das heißt, ich muss auf den. Das heißt, ich muss dahin. Ja, warte mal, wenn ich auf den gehe, komme ich aber nicht dahin, ne? Na da. Natürlich fahre ich wieder zum Anfang zurück. Ich muss zum Anfang. Geh zurück zu Start. Mein Backen, mein. Ist ja gut. Boah. Welcher war das jetzt? Ich hab's wieder vergessen. Der obere. Okay, von diesen dreien, das ist keiner. Welcher von denen könnte es denn sein? Welchen hatte ich denn jetzt gerade ausprobiert? Den hatte ich ausprobiert. Dann nehmen wir jetzt mal den. Und das ist sowieso der gleiche. Er führt mich auch nicht dahin. Was? Muss da irgendwie dran. Und zwar nehmen wir jetzt den. Scheiße, es war der mittlere. Okay. Hier würde ich nicht als Rocket Dorito arbeiten wollen, wird ja kotzelendig bei jedem Mist.
Es war der dritte. Was? Hä? Doch der mittlere. Warum nicht der dritte? Wie komme ich denn. Oh Gott. Sorry, Leute. Ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen. Es war der mittlere, nicht der dritte. Die Mitte. So. Dankeschön. Ja, welcher von denen ist denn jetzt richtig? Was ist denn für ein Quatsch? Ich glaube, der außen, oder? Nein. Der ganz an der Wand, okay. Ja, der an der Wand, das ist okay. Ich glaube, jetzt habe ich's. I believe. Oben. Dann gehen wir jetzt zurück. Und aktivieren den, nehmen den mittleren. Und jetzt müssen wir den hier an der Wand nehmen. Perfekt. Da kommt doch jetzt einer raus. Was für ein riesiges Versteck. Wie lange es das hier wohl schon gibt? Es muss ewig gedauert haben, all diese technischen Geräte hier aufzustellen. Na, wo kommt einer? Vor allem, an was wird hier geforscht? Das kann ich dir sagen. Oh, verdammt. Ich war doch extra vorsichtig. Oh, mit Skin, cool. Tja, nicht vorsichtig genug, Schätzchen. Dachtest du wirklich, dass du einfach so rumschleichen kannst? Überall hängen Sicherheitskameras, falls du es nicht bemerkt hast. Warum so sprachlos? Oh, ich vergaß mich vorzustellen. Ich bin Rocket-Vorstand Athena. Und ich vertrete die Interessen von unserem Boss Giovanni. Giovanni? Dieser ehemalige fiese Boss von Team Rocket? Der ist doch seit Ewigkeiten verschwunden. Giovanni mag zwar abgetaucht sein, aber sein Erbe besteht weiterhin fort. Was ihr getan habt, diese Sache mit der Infektion kann doch niemals im Sinne von Giovanni gewesen sein. Ihr habt die Welt auf dem Gewissen. Team Rocket ist wie eine Pest. Ihr zerstört nur, nichts weiter. Ganz schön mutige Worte. Ja, die Sache mit den Infizierten lief nicht ganz wie geplant. Ach, das war sie. Ich war ja damals selbst dabei, als wir im Radioturm übernommen haben. Aber wir forschen weiter dran. Ich gebe zu. Das war ein Fehlschlag. Pah, was? Forschen? Ihr macht doch nur alles schlimmer. Was willst du mit deinem Auftritt jetzt bezwecken, Schätzchen? Na, Team Rocket zerstört, was sonst? Bist ja fast so aufbrausend wie mein rebellischer Sohn. Nun gut, Schätzchen. Da ich dich nicht überzeugen kann, einfach zu gehen. Majesty, 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 dein Einsatz. Letzte Chance, es dir zu überlegen. Aufgeben gegen dich? Niemals. Aber was ist das für ein Pokémon? So eins habe ich noch nie gesehen. Magnayen. Ach, du Dummerchen. Und du willst ein Pokémon-Trainer sein? Majesty ist ein Magnayen. Dieses Pokémon findet man in der Höhenregion. Aber zu schade, dass du diese Region nie selbst erforschen wirst, weil deine Reise hier jetzt endet. Majesty, vernichte dieses Unkraut. Magnayen. Vivi, oh Gott, nein. Ein kurzer, schmerzloser Prozess, wie immer. Gut gemacht, Majesty. Was? Magnayen. Vivi, bitte, bitte. Mach die Augen auf. Nein, nein, bitte nicht. Du wolltest es so. Akzeptiere es. Dein Pokémon ist nicht tot. Zumindest noch nicht. Was soll jetzt mit dir passieren, Boss? Sperrt sie ruhig weg. Wir können sie nicht gebrauchen. Alles klar. Ja, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Ja, jetzt muss Ethan kommen. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich habe alles verloren. Maul halt, bleib doch klar. Und die sind noch lange nicht fertig. Du dachtest wohl, du könntest Team Rocket einmal alleine zerstören. Niemals wird Team Rocket untergehen.
Jetzt warten wir schöner, bis dein Endivir verreckt. Und wenn es sich dann verwandelt, wird sich angreifen und zerfetzen und wir werden uns das Spektakel ansehen. Was? Für verwandeln? Unmöglich. Ach, du weißt es nicht. Egal ob gebissen oder nicht. Wenn Pokémon oder Menschen sterben, verwandeln sie sich. Das ist in ganz Johto so. Ich zähle schon mal die Minuten. Leute, sind infiziert hier in unserem Versteck. Ihr habt den Eingang offen gelassen. Ihr müsst euch darum kümmern. Oh oh. 28. März 2000. Ich glaube, Team Rocket ist... Krista ist jetzt schon eine ganze Weile weg. Ich mache mir Sorgen. Vielleicht weiß Jens, wo sie ist. Na, Brando? Bist du wieder fit? Lava, liege Lava. Lass uns sie suchen. Was? Lol, wir spielen wieder Ethan. Was ist denn jetzt los? Tatsächlich. 25 KP. Wir haben gar nichts. Christas Pokémon funktioniert nicht. Ja, du hast ihn ja auch gar nicht. Krass. Wir spielen jetzt Ethan. Oh, der kann nicht reingehen. Guten Morgen, Ethan. Was gibt's? Jens, wo ist Christa eigentlich? Sie ist schon seit Stunden fort. Das stimmt wohl. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Jasmin hat nochmal mit ihr geredet. Sie wollte sich nochmal etwas am Strand von Oliviana City anschauen. Hat irgendwas von einem Versteck von Team Rocket zu tun oder so. Was? Ist Team Rocket Versteck? Du weißt etwas davon? Ja, ich wollte ihr Versteck finden, um Team Rocket auszuschalten. Damit sie keine mehr Schaden zufügen. Dass sie vielleicht das Versteck suchen geht, konntest du mir nicht eher sagen? Hey, was du machst oder planst, geht mich nichts an. Ich weiß ja nicht, was du mit Christa ausgemacht hast. Dass sie dir nicht Bescheid gegeben hat, wusste ich nicht mal. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn du dich einfach suchen gehst, statt mit mir zu diskutieren. Stimmt wohl. Dann werde ich mal schauen, ob ich sie am Strand finden kann. Cool, raus geht's. Ist klar, wie viel ist denn hier bitte los? Ja, super, vielen Dank. Alter, was ist denn hier? Alter! Was ist denn los, Mann? Ja. Jetzt mal Jens vor sich, Freunde. Es geht ja gar nicht klar. Mei, du scheiß Assi. Lauf doch nicht weg. Ja, wie oft willst du denn noch schießen müssen? Okay, ich muss direkt zum Strand. Ich kann nirgendwo anders hin. Und überall Untote. Ach du Scheiße. Okay, da ist nur ein Snubbull. Müssen wir da auf Fernangriff ausgehen.